Hier nahe dem irischen Monaghan ist nichts mehr zu sehen von der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland. Mit dem EU-Austritt Großbritanniens könnte sich das bald ändern. Denn mit dem Brexit entsteht eine EU-Außengrenze mitten auf der irischen Insel. Das heißt, Grenzbeamte kontrollieren Waren und Personen, es gibt Schlagbäume und Grenzzäune. Der Backstop, eine Art Sicherheitsnetz, soll das verhindern. Er besagt, wenn sich die EU und London nicht auf ein Handelsabkommen einigen können, dann bleibt ganz Großbritannien in der Zollunion und Nordirland zusätzlich im EU-Binnenmarkt. Das würde Kontrollen zwischen Irland und Nordirland überflüssig machen. Großbritannien befürchtet, in einem solchen Fall ewig an die Europäische Union gekettet zu sein und keine eigenen Handelsabkommen schließen zu können. Denn der Backstop kann nicht einseitig aufgekündigt werden. Allerdings hat London den Backstop einst selbst vorgeschlagen. Für die Iren ist die Frage kein rein technisches Problem. Schließlich hat der Nordirland-Konflikt mehr als 3000 Menschen das Leben gekostet. Eine physische Grenze könnte das fein austarierte Karfreitagsabkommen von 1998 obsolet machen und zu neuer Gewalt führen.